sollte eine ganz klare Angelegenheit werden hier in diesem Halbfinale. Die Ein-Mannschaft hat das Hinspiel gewonnen. Die Zuschauer sind optimistisch. Das Stadion ist ausverkauft. Die freuen sich schon auf den Finaleinzug. Vielleicht noch ein bisschen zu früh, Sebastian? Ja, das kann natürlich sein, denn auch die Auswärtsmannschaft. Schön gemacht. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Und so oft wir dieses Tor sehen, es wird uns nicht langweilig. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. Und der trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für St. Pauli. Was für ein Auftakt. Fulminant, Tor in der zweiten Minute. Rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, also wenn das keine rote Karte war, dann war es... Ja, das ist abgewehrt, aber das könnte noch was geben. So, an die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Und das ist keine gute Defensivarbeit. Und jetzt haben sie die Möglichkeit. Erstklassiges Zuspiel. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. So, jetzt ist er frei durch. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Los, schieß, Junge! Na gut, ausgeköpft. Der Freistoß, den muss er geben. Er war ja noch nicht mal am Ball. Viel zu gutmütig, der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sein. Gut gesehen. Da geht er jetzt noch ein Stück, bevor er flankt. Und der Schiedsrichter hat recht, hier muss es Freistoß geben nach dieser Aktion und es gibt ihn auch. Ja, wichtig ist, dass man über die Außenposition versucht, zum Erfolg zu kommen. So, jetzt warten Sie in der Mitte auf seine Hereingabe. Immerhin, Sie haben einen Eckball herausgeholt.
Und der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Ja, und da sagt der Torhüter, hier hat keiner was verloren, das ist meiner. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, man kann es noch mal probieren. Das war der Pfosten. Ja, das sieht vielversprechend aus. Ah, wunderbar gesehen. Kommt der an. Tor. Und jetzt ist ja alles wieder offen, liebe Zuschauer. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Und daraus könnte was werden. Ja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Ich glaube, der war knapp im Abseits. Verteidiger war auch noch da. Ärgerlich. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Der Ball ist im Tor aus, logische Folge, Abstoß. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. So, jetzt wird's gefährlich. Hat nur noch den... Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und Fingerspitzen noch an den Ball. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Ja, und wenn das kein Abseits war, dann weiß ich es auch nicht. Doch, klar, war es. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich Abseits? Ja. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. So, das müsste uns jetzt zeigen, ob es Abseits war oder nicht. Das zeigt einen guten Abwehrspieler aus, macht die Partie schnell. Er köpft den Ball aus dem Strafraum. So, die erste Halbzeit läuft in ihrer Schlussphase und immer noch ist der Spielstand völlig ausgeglichen. Ja, und jetzt lassen Sie die Abwehr ganz alt aussehen. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abschluss geben. Ja, das sieht gut aus. Ganz alleine stand er da, ganz alleine, aber leider halt auch im Abseits. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Und das war schon toll, dieser Pass. Jetzt hat er den Platz. Ah, wie er den noch gehalten hat. Erste Hälfte unentschieden, 1:1. Was für eine erste Halbzeit. Beide Mannschaften haben sich hier einige großartige Torchancen erarbeitet. Aber bis jetzt ist nicht viel Zählbares dabei herausgekommen. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben.
Schalker und er hofft, dass er mit der Flanke einen Mitspieler findet. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Da, Endstation, Torwart. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Super gemacht. Abgewehrt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Der Schiedsrichter zeigt in Richtung Eckfahne. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. Schön abgeblockt den Ball. Ja, und schauen Sie mal in die Gesichter der Fans. Da kann man warten. Das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. So, jetzt fragen wir uns natürlich alle, können Sie diese knappe Führung irgendwie über die Zeit retten? So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut festzustehen, denn wir sehen, diese Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm. Bereiten Sie auf einen Einsatz vor. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance, überhaupt irgendwie an den Ball zu kommen. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Das ist ja eine ganz lockere Angelegenheit hier für den Abwehrspieler. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, jetzt ist er vorbei. Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Stark gehalten vom Torhüter in dieser Szene. Das war nicht leicht für ihn. Und weg mit dem Ball, denkt sich der Torwart. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Und der Torwart hat einfach ein gutes Stellungsspiel. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Ja, was für ein Pass, da beweist er Übersicht. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und den hat er super rausgeholt. Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Herrlicher Pass.
schöner Pass, das macht Spaß. Gute Abwehrarbeit. Der lange Ball. Oh, das könnte jetzt ganz gefährlich werden, wenn er jetzt nur noch die Nerven behält, eine gute Flanke schlägt. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Was für eine Freude, was für ein Tor. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, und mit diesem Tor sind sie zumindest erstmal wieder in der Partie. Und jetzt ist die Frage, können sie noch einen draufsetzen? Ich kann von hier unten sehen, dass sich noch eine Reihe von Spielern da am Rand der Seitenauslinie warm machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornimmt. Und der Schiedsrichter greift in die Tasche und gelb. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ein Kopf nach vorne. Und jetzt hat der Trainer sein Wechselkontingent voll ausgeschöpft, hat drei frische Spieler. Hey, werden noch zwei Minuten nachgespielt. Herrlich hereingezogen. Klasse Reflex des Torhüters. Und eins kann der Keeper natürlich selbst einschätzen. Das war eine Parade genau zur rechten Zeit. Da und der Torhüter dreht den Ball. So, kein Sieger heute. Beide müssen mit einem Unentschieden zufrieden sein.